Ja, also nur ein kurzes Grußvideo für morgen, den 29.11. Noch einmal die Aufforderung: Sorgt für echte Demokratie. Lasst alle Millionen Mitstreikenden mitentscheiden, ob sie das 900 Milliarden Euro 7 Jahre Angebot der Scientists for Future 2 annehmen wollen, ob sie den Kohlestopp 26 statt 38 wollen oder nicht wollen. Lasst das demokratisch entscheiden. Die ganze Bewegung Fridays for Future gibt ja an, dass es alles demokratisch ist sozusagen, aber doch entscheiden ein paar Herrschende, und wie es ja dann im Video, gleich zeige ich, das blende ich das Video ein, worum es geht, nämlich das Video, eben interne Saboteure oder interne Sabotage in Fridays for Future. Wir haben leider in den Orga-Teams offensichtlich viele Leute, die zwar davon reden, dass sie einen frühen Kohlestopp wollen, und die davon reden, dass sie viele Milliarden für den klimaneutralen Umbau Deutschlands wollen. Aber wenn es ihnen angeboten wird, wollen sie es plötzlich doch nicht. Da haben sie immer Vorwände und Ausreden, warum sie es plötzlich nicht wollen. Ja? Und das sind Saboteure, die offensichtlich und ja, Leute. Geht hin und sagt, okay, ich würde gerne bei der morgigen Demo mal 1 Minute ansagen, dass es damit alle endlich mal erfahren weltweit, dass es ein 900 Milliarden Euro Angebot in Deutschland fürs Klima gibt und dass es die Beendigung des Kapitalismus in sanfter Weise als Angebot gibt und dass es den Kohlestopp 26 gibt und dass es die Bedachung der Dächer Deutschlands gibt als Angebot. Und ja, die entscheidende Frage ist, nimmt man es an oder nimmt man es nicht an? So, jetzt blende ich hier irgendwo gleich ein, dass ihr euch das ganze Video nochmal anschauen könnt. Sabotage innerhalb von Fridays for Future gegen das Erreichen der Klimaziele? Fragezeichen? Ausrufungszeichen? Bis morgen. Tschüss.